wunderschönen guten Tag hier im Saal und auch online. Kann man uns online hören? Bitte um kurzes Zeichen der Online-Community. Ja, super, wunderbar. Dankeschön. Dann darf ich die heutige Rednerin vorstellen, Brigitte Demmel. Schön, dass du da bist. Brigitte ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Konfliktforschung in Wien. Und darüber hinaus ist sie auch externe Lektorin an der Uni Wien, Klagenfurt, Salzburg und auch in Graz bei uns. Sie hat Soziologie und Gender Studies an der Uni Wien studiert und studiert gerade, macht gerade ihr Psychologiestudium fertig. Ist schon fertig, gratuliere. ihre Forschungsschwerpunkte sind Hass im Netz, Gewalt gegen Frauen und LGBTIQ, Sexarbeit und Gender und Queer Studies. Zurzeit beschäftigt sie sich eingehender mit Antifeminismus in seiner historischen Genese sowie dessen Ausformung in diversen gesellschaftlichen Sphären. Und heute wird sie uns etwas erzählen zur toxischen Männlichkeit am Beispiel des Phänomens der Incels. Okay, dann bitte, Brigitte. Passt, ich muss jetzt nichts mehr machen, oder? Technisch. Nein, du kannst reden. Normalerweise. Genau, dann auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Ich werde auch gleich direkt in die Materie einsteigen und möchte vorneweg aber noch sagen, dass es hier um sehr potenziell auch verstörende Inhalte geht. Das heißt, irgendwie, wenn was zu viel ist oder so, dann passt es auch, wenn Sie rausgehen, eine Pause machen oder für die, die online sind, halt das Gleiche. Genau. Für mich vielleicht kurz vorab interessant ist die Frage, wer von Ihnen denn schon mal was von Incels gehört hat. Und ich habe hier eine Wortcloud erstellt. Ich weiß nicht, wie gut man die hinten sieht. Das heißt, vielleicht können Sie mir per Handzeichen mal zeigen, wer von Ihnen damit was anfangen kann. Doch, einige. Genau, also viele dieser Begriffe, die Sie hier sehen, werden im Laufe des Vortrags auch nochmal aufgegriffen werden und vertieft. Fangen wir an mit der Einleitung. Also ich werde jetzt ein paar Sachen sagen, die dann wohl für einige auch nicht mehr neu sind. Das Wort Incel selbst setzt sich aus zwei englischen Begriffen zusammen, nämlich involuntary und celibate. Das heißt, man kann das übersetzen als Menschen, die quasi ungewollt zölibatär leben oder sich so definieren. Die Bewegung der Incels wird durch ihre tatsächliche oder vermeintliche Unfähigkeit beschrieben, romantische oder sexuelle Beziehungen einzugehen, beziehungsweise Partnerinnen zu finden. Incels sind geprägt durch, also man findet hier sehr viel nicht nur Selbsthass, sondern eben auch Hass auf Frauen, auch sehr viel Antifeminismus, aber auch andere Ideologien der Ungleichheiten, das heißt Rassismus, Homo-, Bi-, Transfeindlichkeit und einen generellen Hass auf sexuell aktive und in ihrem Verständnis also erfolgreiche Menschen. Ihre Ideologie liegt ein imaginiertes Recht auf Sex bzw. Frauen zugrunde, welche ihnen in ihrer Logik vermeintlich zustehen. Die meisten Incels sind junge Männer, die sich in diversen Online-Räumen organisieren. Und man muss auch dazu sagen, dass Incels keine homogene Gruppe sind. Das bedeutet, sie unterscheiden sich entlang unterschiedlicher Aspekte. Für uns insbesondere interessant eben, welche Ideologien sie vertreten, beziehungsweise eben das Ausmaß ihrer Indoktrination, beziehungsweise ihrer Radikalität. Dazu werde ich später auch noch mehr sagen. Der Begriff Incel selbst wurde 1993 geprägt, tatsächlich von einer Frau, und zwar, man kennt sie unter Alana. Das war eine kanadische Studentin, die eben selbst in dieser Situation war, dass sie eine Beziehung eingehen wollte, aber eben keinen Partner, keine Partnerin gefunden hat und dafür eben dann eine Website gegründet hat und später auch eine Mailingliste, um einen Raum zu schaffen für ungewollt zölibatär Lebende, um sich auszutauschen und zu unterstützen. Das heißt, hier war auch das Motiv der Selbsthilfe irgendwie noch sehr groß. Und anders als viele Incel-Plattformen heutzutage standen diese Räume quasi auch allen Geschlechtern offen. Und im Laufe der Jahre hat sich dann diese Incel-Kultur zunehmend verändert. Und so wie wir sie heute wahrnehmen können,
kennt man Insels vor allem wegen der zahlreichen begangenen Anschläge, die durchgehend von jungen Männern begangen wurden, die sich entweder selbst als Insels deklarieren, wenn wir zum Beispiel an Halle denken, oder aber die unter anderem in Inselräumen oder in Räumen unterwegs waren, die denen ideologisch nahe standen, beispielsweise Hanau. Gehen wir weiter. Die Möglichkeit des Austausches von Insels kann vor dem Hintergrund gegenseitiger Unterstützung, Hilfe bzw. Selbsthilfe sowie einem Zugehörigkeitsgefühl wichtig sein. Allerdings ist eben die Realität vieler Inselforen eine andere und zeigt sich destruktiv, gefährlich und hasserfüllt. Bestimmte Teile der Insel-Community stellen somit eine ernstzunehmende Gefahr für andere dar, vor allem aber auch für sich selbst. Auch darüber werde ich später noch mehr erzählen. In diesem Vortrag geht es mir vor allem um die Frage, warum es notwendig ist, sich mit Insels überhaupt zu beschäftigen und sich mit ihnen wissenschaftlich auseinanderzusetzen. Ich werde ein bisschen was im Vortrag sagen zur Frage, wer sind Insels überhaupt? Das heißt, so ganz soziologisch, soziodemografische Aspekte erläutern und den Forschungsstand dazu darstellen. Es soll aber auch gehen darum, ein bisschen auf ihre Sprache einzugehen, darzulegen, welche Ideologien sie vertreten. Es wird auch gehen eben um diesen Aspekt der Gefährdung Dritter bzw. eben der Selbstgefährdung und die Frage, die viele beschäftigt, die sich mit Insels auseinandersetzen, wie gefährlich sind sie nun wirklich? Und natürlich soll es auch gehen um Fragen von, was kann man jetzt tun, sprich Prävention und Intervention. Genau. Fangen wir also an. Wer sind jetzt diese jungen Männer? Ich habe schon gesagt, das sind Personen, die hauptsächlich online vernetzt sind, das heißt in Online-Räumen sich aufhalten. Sie sind vor allem weniger auf den Mainstream-Plattformen, also weniger auf Facebook oder Instagram und so weiter, sondern eher auf Plattformen wie Reddit oder Imageboards, also sowas wie 4chan oder 8chan, die ja inzwischen auch wieder alle runtergenommen sind, aber immer wieder mit halt ähnlichen Namen wieder aufpoppen. Sie haben auch ihre eigenen Websites, die dann halt von selbstdefinierten Insels betrieben werden, wo auch die meisten Insels zu finden sind. Wir haben auch das Phänomen beispielsweise auf Reddit, dass beginnend mit 2017 mehrere inselthematische größere Subreddits geschlossen wurden. Das heißt, die sind dann auch teilweise ins Dark Web abgewandert. Dazu werde ich dann auch noch mehr sagen später. Zusammenfassend kann man an diesem Punkt festhalten, dass Insels eine sehr toxische Männlichkeit verkörpern, die sich unter anderem eben auch darin äußert, dass Frauen und Kinder quasi als physisches Eigentum von Männern gesehen werden, mit welchen dann auch analog beliebig zu verfahren ist. Insels sind vor allem weiße, heterosexuelle, junge Männer, geografisch vor allem in Nordamerika und Europa lebend. Man muss aber auch dazu sagen, dass Insels ein globales Phänomen sind, aber eben vor allem sich in den globalen Norden konzentrieren. Laut aktuellem Wissensstand wohnen viele Insels auch bei ihren Eltern noch, gehen keiner Arbeit nach. Viele haben auch keinen höheren Bildungsabschluss, kommen aber gleichzeitig eher aus der Mittelschicht und der gehobenen Mittelschicht. Das ist vor allem zutreffend auch auf die diversen Männer, die eben Anschläge begangen haben, die tatsächlich eigentlich aus einem sehr gut situierten Haushalt kommen. Für viele ist eben die Frage relevant, wie viele Insels es jetzt tatsächlich auch gibt. Die Frage ist schwierig zu beantworten aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits werden Insel-Communities und Räume regelmäßig auf diversen Plattformen eben geschlossen, archiviert und entfernt. Das heißt, extremere Teile dieser Subkultur wandern zunehmend in unregulierte Plattformen bzw. ins Dark Web ab. Das heißt, da ist dann eben auch schwierig zu sagen, wie viele Insels sind jetzt hier wirklich quasi am Start. Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, dass die meisten registrierten Mitglieder hauptsächlich mitlesen. Das heißt, es sind zwar viele registriert, aber die Personen, die aktiv Posts verfassen, sind mitunter relativ gering.
Es gibt Schätzungen, wie viele Inseln es gibt. Also ich habe hier ein paar Zahlen gefunden, zum Beispiel die Schätzung, dass es um die 100.000 Inseln weltweit gibt, die meisten davon eben Männer. Es gibt auch vom Fifth Estate, das ist ein kanadisches Nachrichtenmagazin, das im Jahr 2019 60.000 aktive User gezählt hat in den drei größten Inselforen, die es zu diesem Zeitpunkt gab. Im März 2020 gab es wiederum von der Swedish Defense Research Agency ebenfalls eine Studie, und die haben wiederum von auch wieder in den drei großen Inselforen Personen, also 1000 Personen quasi identifiziert, die wirklich regelmäßig und aktiv posten. Das heißt, die Schwankbreite ist von 1000 bis 100.000. Das ist jetzt irgendwie, also auch, ja, aber eben schwierig im Online-Phänomen wirklich das zu beziffern. Weitere Einblicke in die Zusammensetzung von Inseln haben wir auch gewinnen können über die Studie der Anti-Defamation League. Die hat im September 2020 Ergebnisse einer im März des gleichen Jahres auf einem Inselforum durchgeführte Umfrage quasi präsentiert. Also in diesen Inselforen hat man auch immer wieder, beispielsweise auch auf Reddit, irgendwie quasi selbst organisierte Umfragen, wo man dann auch sehr viel Infos wieder gewinnen kann. Auf diesem Inselforum wurde eine Umfrage quasi also gemacht, die über 40 Fragen enthalten hat. Das waren Fragen zum Beispiel zu romantischen, sexuellen oder Dating-Erfahren, auch Selbsteinschätzungen hinsichtlich des eigenen Aussehens, das für Insels ja eine sehr zentrale Rolle spielt, sowie auch der psychischen Gesundheit, aber auch sowas wie ethnische Zugehörigkeit oder Häufigkeit von Suizidgedanken. Bei dieser Studie haben 665 Personen teilgenommen, das heißt jetzt nicht so wenig. Und quasi aus den Ergebnissen dieser Studie kann man nochmal sagen, dass der durchschnittliche Insel Mitte 20 ist, durchschnittlich groß ist, weiß, also über die Hälfte der Insels aus diesen diversen Umfragen sind eben weiß in der Selbstdefinition, europäisch oder nordamerikanisch. Und bisher keine oder kaum sexuelle Erfahrungen und irgendwie insgesamt sehr unglücklich in ihrer eigenen Definition. Die meisten haben auch bereits über Schönheitsoperationen nachgedacht, sehen ihr Aussehen als wichtigstes Kriterium für ihren Misserfolg in sexueller und romantischer Hinsicht. Genau, das heißt, was auch noch ein zentraler Punkt ist, den man aus diesen Studien ziehen kann, ist eben der Punkt der psychischen Gesundheit, wo man sagen kann oder wo man weiß, dass sehr viele Inseln einen sehr hohen psychischen Leidensdruck haben, entweder tatsächlich suizidgefährdet sind oder aber zumindest Suizidgedanken haben. Berichtet wird auch von Mobbing, von sozialem Ausschluss, sich ausgegrenzt fühlen, nicht zugehörig fühlen, und auch andere psychische Krankheiten, wie beispielsweise Depressionen, werden sehr häufig genannt. Ergänzend, aber nicht sehr raumnehmend, möchte ich noch sagen, dass nicht alle Inseln männlich sind. Es gibt tatsächlich auch Frauen, die sich eben als Insel definieren. Die haben auch einen eigenen Namen, nämlich Femcells. Das habe ich hier auf der Folie unten angeführt. Das ist eine Gruppe, die relativ unsichtbar ist, eigentlich auf jeder Ebene. Also männliche Inseln sprechen Femcells ab, dass sie echte Inseln sind, weil in ihrer Logik ja jede Frau, wenn sie nur möchte, Sex bekommen kann und damit irgendwie Frauen höchstens freiwillige Inseln sein können, also voluntary celibates. Und somit Femcells halt auch den Raum nehmen, irgendwie über halt ihre Situation sich auszutauschen. Das heißt, Femcells organisieren sich selbst eher untereinander. Gleichzeitig wissen wir eigentlich sehr wenig darüber, weil die Wissenschaft und auch die Medien sich halt mehr auf männliche Inseln konzentrieren, weil da die Fremdgefährdung halt da ist und bei Femcells halt nicht. Also ich kann da leider auch nicht viel dazu sagen. Man kann halt vermuten, dass soziodemografisch das halt wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung läuft. Und tatsächlich aber auch die Einschätzung, dass von Femcells eher keine Fremdgefährdung ausgeht, also nicht so wie quasi von männlichen Inseln. Eine Verortung von Inseln
möchte ich auch noch kurz hier voranstellen. Inseln sind Teil des sogenannten Manosphere oder auf Deutsch der Manosphäre. Auch das sicher ein Begriff, irgendwie, der nicht allen neu ist hier. Die Manosphere kann man beschreiben als einen losen Zusammenschluss unterschiedlicher Männergruppen und Communities im Netz, deren gemeinsame Nenner unter anderem eben ein mehr oder weniger ausgeprägter Frauenhass ist. Auch Antifeminismus als ein Element, das uns immer wieder unterkommt in reaktionären Gruppierungen, auch irgendwie eine White Supremacy, also quasi die Idee, dass weiße Menschen irgendwie mehr wert sind als nicht weiße Menschen, eine Vorherrschaft also irgendwie hier inne hätten qua Hautfarbe. Was wir hier auch irgendwie haben als einendes Element ist die sogenannte Red Pill bzw. Black Pill. Das werde ich nachher nochmal genauer ausführen, was das jetzt wieder ist. Gruppen, die wir in der Manosphere haben, da kennen Sie bestimmt auch einige. Pickup Artists waren sehr lange irgendwie ein größeres Thema. Das heißt, Männer, die sich Strategien überlegen, die oft manipulativ und abstoßend sind, um mit möglichst vielen Frauen Sex zu haben. Men's Rights Activists, also Männerrechtler. Men going their own way. Genau. Das sind so die drei großen Gruppen neben den Incels, die die Manosphere ausmachen. Ich werde jetzt auch nicht näher darauf eingehen, aber wenn Sie das prinzipiell interessiert, gibt es da auch sehr viel Literatur dazu. In den letzten Jahren haben eben diese drei genannten Gruppierungen zunehmend weniger Aufmerksamkeit bekommen und das öffentliche und wissenschaftliche Interesse hat sich mehr auf Incels fokussiert und das liegt eben sehr stark daran, dass Incels halt mehr als diese anderen Gruppierungen ihren Frauenhass sehr offen zur Schau tragen und der dort auch nochmal schockierendere Ausmaße, sag ich mal, annimmt und eben gleichzeitig halt der Umstand, dass hier mehrere Männer auch tatsächlich Anschläge begangen haben und Menschen ermordet haben. Auch das wiederum geografisch halt im nordamerikanischen und europäischen Raum. Genau. Incels haben hier eine spezifische Subkultur entwickelt mit einer eigenen Sprache, mit eigenen Codes und Memes, Theorien und Umgangsformen, wo ich jetzt auch in Folge noch etwas mehr darauf eingehen werde. Ich möchte jetzt ein paar zentrale ideologische Elemente vorstellen und mit dieser Pillenanalogie anfangen. Eben, ich habe bereits eingangs gesagt, es gibt nicht die Ideologie, die alle Incels eins zu eins vertreten. Da gibt es auch unterschiedliche Theorien, Diskurse, Positionen. Teilweise wird auch heftigst gestritten. Das heißt, Incels unterscheiden sich eben einerseits in ihrem Selbstverständnis auch und hinsichtlich der Extremität ihrer Ansichten und der Form, wie sie diese ausdrücken. Ein Beispiel für eben diese Differenzen sind diese Pillen und welche Pille sie quasi vertreten. Diese Pillenanalogie geht zurück auf eine Szene aus dem Science-Fiction-Film Matrix. Wer kennt Matrix nicht? Okay, die Frage war gemein gestellt, oder? Also es gibt diese Szene also in diesem Film, wo der Protagonist von Morpheus, den man hier quasi sieht, zwei Pillen angeboten bekommt. Die eine ist rot, die andere blau. Wenn er die blaue Pille schluckt, dann passiert nichts und er lebt weiter in seiner Welt als Büroangestellter. Wenn er aber die rote Pille nimmt, dann wird er die Welt so sehen, wie sie wirklich ist. Er wird erleuchtet sein, unter Anführungszeichen. Und natürlich nimmt der Protagonist die rote Pille, damit der Film aufregend bleibt, und bricht dann aus seinem normativen Leben als Büroangestellter aus und kämpft fortan gegen das quasi bestehende System. Die Bedeutung der roten und blauen Pille wurde eben hier nicht nur von Incels, aber auch übernommen. Also auch die Alt-Right, also die US-amerikanische Rechte, operiert mit diesem Begriff der Red Pill oder eben auch andere der Manosphere zugehörige Männergruppierungen. Das heißt, es ist jetzt nichts, was nur den Incels eigen ist. Und quasi im Jargon sind dann normale Menschen Normies, die quasi die blaue Pille genommen haben, die Welt nicht verstanden haben und nicht sehen, wie sie wirklich funktioniert. Und Leute, die quasi die Red Pill angenommen haben, sind jetzt eben erleuchtet.
der Ton aus? Mhm. Na geh. Ah ja, okay, danke. ja. Genau. Und die Welt, also diese, wie die Welt wirklich funktioniert, sieht so aus, dass sie zum Vorteil von Frauen und zum Nachteil von Männern organisiert ist. Insbesondere eben für jene Männer nachteilig ausgelegt ist, die eben unattraktiv sind. Schuld daran hat vor allem der Feminismus. Auf die zentrale Bedeutung des Antifeminismus gehe ich dann eben nochmal später genauer ein. Es gibt dann auch noch ganz viele andere Pillen, die ich selber auch nicht alle auswendig kenne. Von Purple zu, weiß ich nicht, viele Pillen. Welche für uns jetzt noch weiter interessant ist, ist die Black Pill, die man hier vor allem in den radikaleren Online-Räumen findet. Die Black Pill führt quasi die Weltsicht der Red Pill noch einen Schritt weiter, und zwar in die Richtung, dass Red Pill-Personen quasi meinen, dass körperliche Merkmale wie ihr Aussehen, die Formung ihres Kiefers, die Größe ihrer Handgelenke und so weiter und so fort maßgeblich darüber entscheiden, ob sie sexuelle oder romantische Erfahrungen machen können. Aber es ist nicht so deterministisch und nihilistisch wie bei der Black Pill. Das heißt, bei der Red Pill hat man noch diese Idee, weiß ich nicht, wenn ich viel Sport mache, dann bekomme ich einen normativ schöneren Körper und dann werde ich sexuell erfolgreich sein. Während Black Pill-Personen quasi das ganz hinter sich lassen und sagen, es ist so, ich bin nicht attraktiv genug, ich werde niemals irgendwie einen Partner oder eine Partnerin finden, ich finde mich damit ab. Das heißt, ein sehr starker Nihilismus und natürlich daraus abgeleitet dann auch nochmal mehr Wut und Verzweiflung. Das heißt, in der Logik von Black-Pill-Personen ist es dann eben aufgrund ihres Aussehens, ihres Körpers sowie auch ihres Status unmöglich, immer Sex zu haben. Egal, was sie tun, sie werden für immer ein Insel sein, unglücklich und einsam bleiben. Das heißt, Faktoren wie Persönlichkeit, Intelligenz, Humor spielen hier keinerlei Bedeutung. Oder um es mit den AutorInnen kollektiv fein zu sagen, sie haben den Kampf um Selbstoptimierung folglich bereits aufgegeben und verstehen sich nun als zu Unrecht gescheiterte Männer. Das ist jetzt ein Bild, das einem immer wieder unterkommt, wenn man zu Incels sich umschaut, in aufregend schlechter Qualität. Das heißt, ich vermute, sie können da nichts lesen, nachdem ich da schon nichts lesen kann. Aber was man hier quasi sieht, ist auf der linken Seite ein Incel und auf der rechten Seite ein Chad, das heißt ein Alpha-Mann. Das, was die Incels eigentlich gerne wären und niemals sein werden in ihrer Logik. Man hat hier ein Kommentieren von angefangen von die Haltung bis zum Gehtempo, bis zur Kopfform, bis zur Kieferform, die hier quasi Incel und Chad, also den sexuell erfolgreichen Mann, voneinander trennen. Jetzt kurz zu den ideologischen Inhalten. Incels beziehen sich hier auf pseudowissenschaftliche, evolutionspsychologische bzw. evolutionsbiologische Annahmen sowie auf einen damit verknüpften biologischen Determinismus. Sie ist in der Ansicht, dass eine relativ geringe Anzahl an Chads, also diese Alpha-Männer, besonders attraktive Männer, die Mehrheit aller attraktiven Frauen quasi bekommt oder bekommen kann. Eben hier, was sind Merkmale von so einem Chad irgendwie? Das sind halt, weiß ich nicht, wenn man an US-amerikanische Highschool-Filme denkt, dann ist das halt der Football-Spieler, oder? Mit irgendwie so einem sehr ausgeprägten Kiefer und diesen Muskeln und irgendwie. Sie nennen das Hunter Eyes, also so diese eine bestimmte Augenform irgendwie, die halt wie bei Raubtieren quasi ist, auf die alle Frauen auch unglaublich stehen. Und dann so Sachen halt wie ein symmetrisches Gesicht, das heißt irgendwie sehr viele physische Merkmale. Ich habe hier, glaube ich, auch noch ein zweites, genau hier, eine popkulturelle Referenz, Thaddäus aus SpongeBob. Thaddäus ist quasi auch ein Incel, er hat nicht mal ein Kinn. Er hat eine komische Nase, während quasi beim Chat alles so richtig perfekt proportioniert ist. Genau, das sind dann quasi hier die Bilder, mit denen operiert wird. Weniger attraktive Frauen
also quasi Männer und Frauen werden dann auch so auf Attraktivitätsskalen quasi unterteilt von, ich glaube, 0 bis 10. Chats sind dann quasi die 10er und es gibt dann auch ein Äquivalent zu den Chats, das sind die Stacys. Wenn wir wieder bei den Highschool-Filmen bleiben, sind das dann vielleicht die Cheerleaderinnen, also die quasi Frauen, die eben eine 10 sind. Genau, und weniger attraktive Frauen, die auf dieser Skala weiter unten sind, schlafen dann mit den Normies, also mit den durchschnittlichen Männern. Die wollen aber eigentlich auch insgeheim mit einem Chat schlafen und würden das in der Insellogik auch bei erstbester Gelegenheit tun. Frauen sind demnach hypergam und wollen ihren Status durch sexuelle oder romantische Beziehungen erhöhen. Man stößt ja auch öfter auf die sogenannte 80-20-Formel, die quasi besagt, dass 80% aller Frauen mit 20% aller Männer schlafen wollen, den Chats natürlich, und Chats wiederum wollen nur mit den attraktivsten Frauen schlafen. Und diese attraktiven Frauen, also die Stacys, wiederum auch nur ausschließlich mit den Chats. Das heißt, in dieser Logik bekommt also ein Bruchteil aller Männer die Mehrheit aller Frauen ab. Und für Incels bleibt dann niemand mehr übrig. Frauen sind also oberflächlich, lassen sich nur auf Männer ein, wenn die gut aussehen, einen hohen Status haben und eine, weiß ich nicht, bestimmte Körpergröße und so weiter und so fort. Das ist natürlich insofern ironisch, als das Incel halt selbst einfach sehr oberflächliche Männer sind, die halt auch nur normschöne Frauen attraktiv finden und quasi da auch nicht runtergehen wollen. Also sie wollen diese normschönen Frauen haben, die die Chats bekommen. Und andere Frauen finden es hier dann eigentlich auch selber nicht so interessant. Was hier auch noch relevant ist im Weltbild der Incels, ist, dass viele davon reden, dass sie das Gefühl haben, typische Meilensteine der Adoleszenz verpasst zu haben. Also weiß ich nicht, erste Freundin, erstes Mal Händchen halten, erster Kuss und so weiter und so fort. Und das wiederum auch nochmal zu einer Verstärkung des Leidensdrucks und einem Gefühl der Ausgeschlossenheit aus der Gesellschaft führen kann oder oft führt. Auch hier ein Bild, das ich aus einem Inselforum genommen habe. Ich lese es vor, weil ich glaube, man sieht das wahrscheinlich hinten nicht mehr. Da steht drauf: The useless skin around the vagina is called the woman. Also das ist quasi hier auch so das Niveau, auf dem man sich dann bewegt. Das heißt, der Umgang von Incels miteinander und untereinander ist auffallend oft auch wütend und hoffnungslos, beziehungsweise auch hasserfüllt, was sich dann eben auch in der Sprache der Incels widerspiegelt. Eben, ich habe schon ein paar Begriffe genannt, also diese Chats, Stacy und so weiter und so fort. Frauen werden oft als Voids bezeichnet oder als Femoids. Das setzt sich zusammen aus Female, Humanoid, also so einfach sehr dehumanisierende Sprache über Frauen, sehr abwertende, frauenfeindliche Sprache, beziehungsweise eine Sprache mit entsprechender Konnotation. Über Männer wird dann noch beispielsweise, also über Beta-Männer wird geredet als Kacks. Kacks sind Männer, denen es egal ist, dass sie von ihrer Partnerin betrogen werden oder dass ihre Partnerin promiskutiv sind. Kacks sind aber auch effeminierte Männer unter Anführungszeichen, das heißt feminine Männer, schwache Männer, Männer ohne Rückgrat, die sich von Frauen ausnützen lassen. Man stößt auch auf Begriffe wie Frauen würden das Cock-Karussell reiten, also das heißt, junge, attraktive Frauen versuchen mit möglichst vielen attraktiven Männern zu schlafen und wenn sie dann quasi aus ihrer Prime draußen sind, weil sie zu alt sind, um noch Chats zu bekommen, suchen sie sich dann so einen Beta-Mann, der ihnen ökonomische Sicherheit bietet. Also hier haben wir links einen Alpha-Mann und rechts einen Beta-Mann. Eben hier, auch das ist aus einem Inselforum. Also so diese Idee, dass Frauen eben so diese Dual-Mating-Strategy haben. Das heißt, irgendwie für den Sex gehen sie ja zu den Alpha-Männern und für die ökonomische Absicherung zu den Beta-Männern. Oh, das war jetzt zu früh, oder? Egal. Ich möchte jetzt ein bisschen noch kurz auch darauf eingehen,
was hier noch an ideologischen Elementen oft auffindbar ist. Insels wünschen sich beispielsweise, und da liegt auch die Gemeinsamkeit mit diversen anderen reaktionären und antifeministischen Bewegungen, die Rückkehr zu tradierten Geschlechterrollen und Verhältnissen, in denen Frauen weniger Selbstbestimmung und Handlungsoptionen haben, weil in ihrer Logik dann gewährleistet wäre, dass alle Männer wieder Zugang zu weiblicher Sexualität erhalten, sogar eben die unattraktiven Insels. Ein weiterer wichtiger ideologischer Bestandteil dieser Subkultur sind auch Verschwörungsideologien und Fantasien, das heißt beispielsweise eben Frauen und vor allem FeministInnen hätten die Gesellschaft unterwandert, ist eine häufige Verschwörungserzählung und sie würden Männer unterwerfen und wären schuld daran, dass Frauen nicht mit Inseln schlafen wollen. Also quasi der Feminismus ist schuld daran, dass Insels überhaupt in dieser Situation sind, weil durch feministische Errungenschaften Frauen Handlungsräume irgendwie bekommen haben, finanziell vielleicht unabhängig sind und nicht quasi mit jedem Mann irgendwie sich abgeben müssen. Das finden Insels blöd. Das heißt, sie wünschen sich eben eine Rückkehr zu, ich glaube, das sind dann Bilder wie aus den 50ern oder so Nachkriegszeit. Sowas wünschen sie sich, ohne natürlich zu verstehen, dass das auch oft für Männer, ja, also das war für Männer auch keine lustige irgendwie Situation, dass sie irgendwie alleine irgendwie die Familie ernähren mussten, die zu Hause waren, immer arbeiten mussten und so weiter und so fort. Aber das sind Widersprüche, die nicht gesehen werden oder ausgeblendet werden. Antifeminismus ist deswegen so wichtig, hier auch in seiner Rolle und in seiner Relevanz zu erkennen, weil Antifeminismus ein Scharnier ist, welche unterschiedliche Bewegungen, Subkulturen und Ideologien vereint, beispielsweise Incels und Rechtsextreme, aber auch irgendwie RassistInnen, AntisemitInnen, AnhängerInnen von Verschwörungsideologien und so weiter und so fort. Das heißt, Antifeminismus kann als eine Art Klebstoff verstanden werden, wo sehr viele reaktionäre Personen, Gruppen und Bewegungen einen gemeinsamen Konsens finden. Genau. Allgemein ist festzuhalten, dass die in der Insel-Subkultur vertretene Ideologien auch Parallelen generell zu extremistischen Weltanschauungen aufweisen, beispielsweise zur Vorstellung einer starren hierarchischen Weltordnung, der dogmatischen Trennung von wir versus die anderen und die damit zusammenhängende konstante Abwertung auch von diesem vermeintlich anderen, um eben die In-Group aufzuwerten. Das heißt, das sind in dem an Beispiel eben vor allem Frauen, aber nicht nur. Diese ideologischen Gemeinsamkeiten sind deswegen wichtig zu erkennen, da sie aktuelle Debatten rund um die Frage, ob Insels bzw. durch Insels verübte Anschläge als terroristisch zu begreifen sind. Das sind Debatten, die wir vor allem im nordamerikanischen Raum aktuell haben. Ich glaube, sie werden aber auch schon in Europa angefangen. Also vor allem, ich glaube, in Nordeuropa ist mir das auch schon untergekommen, dass darüber diskutiert wird. Die Form dieser Anschläge, die durch Insels verübt wurden, weist Gemeinsamkeiten auch mit kontemporären rechtsextremen Terrorismus auf, beispielsweise Livestreams, Bekennerschreiben und auch die Tatsache, dass man von Gleichgesinnten gefeiert und glorifiziert wird, sind Kennzeichen eines Terrorismus, der von beiden Gruppen ausgeht. Ich möchte jetzt kurz noch was sagen auch, ja. Was ist Konsens? Also quasi, als ich meinte, dass Antifeminismus so wie ein Klebstoff ist, wo unterschiedliche Gruppen, boah, weiß ich jetzt auch nicht mehr, was ich gesagt habe, aber vielleicht so ein gemeinsamer Ausgangspunkt oder halt so ein Punkt, wo man halt zusammenkommt, von dem aus man dann zusammen auch politisch zum Beispiel sich organisieren kann. Ja. Also wir sehen das bei Antifeminismus ja auch ganz stark irgendwie, was für unterschiedliche Akteurinnen da zusammenkommen können, zum Beispiel, weiß ich nicht, fundamentalistische christliche Personen zum Beispiel mit rechtsextremen unterschiedlichster, also weiß nicht, wenn wir an den Tausendkreuzenmarsch denken oder sowas, oder an, auch wenn die Pride ist und diese Gegenproteste sind, da ist Antifeminismus immer ein ganz zentraler irgendwie Punkt, der ein sehr starkes Mobilisierungspotenzial hat.
und der aber auch oft noch nicht so gut rausgearbeitet wurde. Und deswegen plädiere ich auch immer ein bisschen dafür, dass halt Antifeminismus und Frauenfeindlichkeit mehr ins Zentrum meiner Analyse gestellt wird. Genau, Neoliberalismus. Ich muss nur kurz schauen, wie bin ich denn in der Zeit? Bis 16:30 haben wir, oder? Ich bin gut in der Zeit, glaube ich. Genau. Ich habe schon irgendwie herausgearbeitet, denke ich, oder zumindest angeschnitten, dass psychische Gesundheit bei Incels auch ein großes Thema ist. Das schlägt sich eben nicht nur in statistischen Zahlen nieder von diversen Studien oder Selbstbefragungen. Das zeigt sich auch sehr deutlich, wenn man in diesen Foren unterwegs ist und deren Postings liest, wo eben wiederholt über Depressionen, über selbstverletzendes Verhalten bis hin zu Suizidfantasien und Gedanken gesprochen wird. Und Sie erinnern sich auch, dass ich schon gesagt habe, dass der Umgang untereinander auch relativ rough und unempathisch bis hasserfüllt ist. Nicht selten ist es so, dass andere Incels eben, wenn man ein Posting sieht von ah, mir geht's nicht gut irgendwie, ich habe Suizidgedanken, kommt sehr oft eine sehr unempathische und sogar negativ verstärkende Reaktion, also im Sinne von, ja, dann mach's halt und dann tu es halt und es gibt eh keine Hoffnung und so weiter und so fort. Und tatsächlich gibt es, also da gibt es keine Studien dazu, aber es gibt wohl sehr viele Incels, die auch Suizid begehen. Ich habe hier zum Beispiel auch wiederum aus einem Incel, aus dem Incel-Wiki, also es gibt ein Wiki irgendwie, das Incels gemacht haben. Das hat auch einen Namen irgendwie, also Suizid begehen heißt Roping dann. Und da gibt es dann, weiß nicht, auch so Phrasen wie Cope or Rope, also entweder du kannst halt copen mit deiner Situation oder du begehst besser Suizid, weil es eh keinen, also es macht nichts mehr einen Sinn so. Und generell auch irgendwie Fragen rund um das eigene Aussehen, die eben einen zentralen Stellenwert einnehmen, sind halt auch vor einem Hintergrund zu analysieren, dass wir eben in einem neoliberalistischen Gesellschaft leben, die sehr viel auf Eigenverantwortung setzt, die sehr viel auf Selbstoptimierung setzt. Das heißt, auch neoliberale Selbstoptimierungsgedanken spielen ja eine große Rolle. Das heißt, die Idee, dass man bei Frauen sexuell erfolgreich oder erfolgreich her sein kann, wenn man eben bestimmte Änderungen auch in seinem Äußeren oder Verhalten vornimmt, die gibt es eben nicht nur bei Incels, sondern eben besonders stark auch bei Pickup-Artists. Und vor allem jene eben, die quasi der Red Pill anhängen, die eben noch diese Hoffnung haben, dass wenn sie an sich nur genug arbeiten, dann schaffen sie es auch noch. Die haben unterschiedliche Strategien, um ihre Attraktivität zu erhöhen, also um auf dieser Attraktivitätsskala aufzusteigen. Auch das hat natürlich einen eigenen Begriff irgendwie, also alles mit einem Suffix von Maxing bedeutet eben die Arbeit an sich selbst. Beispielsweise gibt es sehr häufig den Begriff Lux-Maxing, das heißt irgendwie ein Anheben, ein Verbessern des Äußeren, das kann beispielsweise erreicht werden durch Gym-Maxing. Also das sind dann Incels, die ins Fitnesscenter gehen, sind dann Gym-Cells, also hier hat alles einen eigenen Namen. Oder man kann seinen Status erhöhen, also Status-Maxing betreiben, indem man zum Beispiel versucht, Karriere zu machen, also mehr Geld zu verdienen, weil dann kann man auch aufsteigen und ist für Frauen attraktiver. Genau, also das ist vielleicht ein paar Beispiele. Es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, irgendwie aufzusteigen. Auch irgendwie, ich glaube, wie heißt es? Also es gibt auch einen eigenen Begriff dafür, dass weiße Männer aus dem globalen Norden in asiatische Länder zum Beispiel fahren, weil die Idee ist, irgendwie Frauen dort sind irgendwie unterwürfiger oder halt, sie sind noch nicht so vom Feminismus unterwandert und deswegen ist es da leichter, irgendwie eine Freundin zu finden oder eine Sexualpartnerin. Und das ist auch nichts, was jetzt nur bei Incels so der Fall ist irgendwie, also generell diese Idee von weißen Männern, die quasi keine Freundin finden, in Länder des globalen Südens zu fahren, ist ja jetzt
nichts, was nur bei Incels passiert. So. Genau, das hatten wir schon. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr reden über Stichwörter um Radikalisierung und Gewalt. Das ist ein Zitat von Elliot Roger, der eben 2014 als erster bekennender Incel einen Anschlag verübt hat und mehrere Menschen ermordet hat. Ich lasse Sie das vielleicht einfach selber kurz lesen, weil es, dann kann ich was trinken. Haben Sie schon fertig gelesen, oder? Die PowerPoint-Folien kann ich übrigens eh auch zur Verfügung stellen. Also Sie können sich das dann eh auch nochmal in Ruhe alles anschauen. Ich habe mal eine Zählung auch versucht, wie viele Menschen durch Incels eigentlich ermordet wurden, beziehungsweise durch Männer, die nicht notwendig sich als Incels bezeichnet haben, aber zum Beispiel in deren Bekennerschreiben oder Livestreams man Sprache oder ideologische Motive gefunden hat, die eben diesen Sphären zuzuordnen sind. Und bin da irgendwie auf eine Zahl gekommen, dass 11 Männer mindestens 69 Menschen ermordet haben seit 2014 und 93 weitere verletzt haben. Da ist natürlich immer die Frage, was zählt man da halt dazu und was nicht und so weiter und so fort. Das heißt irgendwie jetzt nicht... Ja, das ist eben meine Zählung, andere würden da wahrscheinlich anders zählen, aber irgendwie so hat man zumindest mal grob irgendwie eine Idee von wie vielen Personen wir hier eigentlich reden. Eben zuletzt hatten wir in Deutschland das Attentat in Halle und auch in Hanau, das sich ja erst unlängst gejährt hat. Ja, also es ist nicht notwendig nur ein antisemitisches Motiv gewesen, es war auch ein rassistisches. In Halle war es auf jeden Fall ein selbstidentifizierter Incel und in Hanau war es ein Rechtsextremer, der unter anderem halt auch in Online-Räumen unterwegs war, die halt mit Incels auch geteilt werden. Also ich würde den in Hanau auch nicht als Incel bezeichnen, was glaube ich teilweise aber auch gemacht wird. Aber das ist auch etwas irgendwie, habe ich das Gefühl, bei Einzeltätern, die Anschläge verüben, die sich online radikalisiert haben, dass es in letzter Zeit fast schon reflexhaft so passiert, dass dann irgendwie gleich das Wort Insel irgendwie auf den Tisch gehauen wird und das notwendig ja auch gar nicht so sein muss. So. Aber es ist halt eine leichte Erklärung für ein sehr komplexes Phänomen. Die Insel-Subkultur und insbesondere eben auch ihre extremeren Teile bieten einen Nährboden für die Radikalisierung auch von jungen Männern an, die ihre Wut und ihren Hass schließlich auch in die Tat umsetzen. Durch diesen Gewaltakt meinen Insels, sie können ihren Inselstatus ablegen und aufsteigen, zumindest kurz zu einem Chat. Sarah Bustukiewicz schlägt zur Benennung der Inselsubkultur den Begriff des radikalen Milieus vor, den ich sehr brauchbar finde. Sie beschreibt den Begriff so: A radical milieu can be described as an environment made up of people who are not necessarily radicalized, but capable of offering members a unique sense of belonging and camaraderie. Also so Inselmilieus als radikale Milieus, die Angebote von Zugehörigkeitsgefühlen irgendwie legen können für junge Männer, die eben das Gefühl haben, sie gehören nirgendwo mehr dazu. Mitglieder eines solchen Umfeldes erfahren Unterstützung und Legitimation. Die In-Group wird bei gleichzeitigem Ausschluss und Herabwürdigung einer Out-Group gestärkt. Das heißt, Incels als Teil eines radikalen Milieus zu verstehen, hätte auch den Vorteil, eine Forschungskategorie zur Verfügung zu haben, um die Gesamtheit der Incels erfassen zu können.
sowohl eben jene, die ihren Hass in die Tat umsetzen, als auch die große Mehrheit, die dies nicht tut. Die Dehumanisierung von Frauen und also auch durch die abwertende Art, über sie zu sprechen, treibt die Radikalisierung der gekränkten Insels weiter voran und bietet die Grundlage für Gewalt- und Tötungsfantasien sowie eben deren Umsetzung. Das heißt, in großen Teilen dieser Subkultur ist auch eine Normalisierung von Gewaltfantasien, von Gewaltdrohungen oder Gewaltverherrlichung festzustellen, die sich eben primär gegen Frauen richtet. Das stellt für manche, also so Gewalt gegen Frauen, stellt für manche auch Life Fuel dar, also etwas, was ihnen quasi Lebenskraft gibt oder ihren Willen zu leben erhöht. Das zeigt sich dann durch zahlreiche Postings, wo Inhalte geteilt werden, wo Frauen geschlagen werden, belästigt werden, erniedrigt werden oder getötet werden sogar. Das ist für Insels dann etwas quasi Tolles, was irgendwie ihnen Lebenskraft gibt. Da findet dann auch eine Verschiebung dessen statt, was sagbar ist. Gewalt wird zum legitimen Mittel erhoben, Rache zu üben und Gerechtigkeit wiederherzustellen. Also man hat hier auch ein Umfeld, wo sich junge Männer immer wieder auch dazu auffordern, quasi auch einen Anschlag auszuüben, wenn darüber gesprochen wird, oh, wir sollten das machen irgendwie, wir sollten so sein, wie zum Beispiel der, wie quasi der Insel, der 2014 in Santa Barbara, also das Isla Vista-Attentat begangen hat. Also auch ein Ermutigen, ja, tu es doch irgendwie und mach es doch. Das heißt, auch in der Hinsicht natürlich irgendwie nicht nur, dass halt verschoben wird, was quasi normal ist irgendwie, was sagbar ist und so weiter, sondern eben auch ein aktives Auffordern, diese Gewalt auch umzusetzen. Das heißt, wir haben hier auch eine Heroisierung, eine Glorifizierung von jenen Männern, die quasi Anschläge verübt haben, mit Ausnahme des Halle-Attentäters, weil der wurde als Dorkhack bezeichnet, weil er nicht in die Synagoge reinkam und nur zwei Menschen geschafft hat zu ermorden. Das heißt, der ist nicht aufgestiegen, der wurde verlacht irgendwie in Insel. Also so, während halt andere Menschen betroffen waren und schockiert waren von diesem antisemitischen, rassistischen Anschlag, haben sich Insels halt irgendwie darüber lustig gemacht, dass seine Waffen blockiert haben, nicht funktioniert haben, dass er nicht in die Synagoge kam und dass er dann auch noch nicht einmal geschafft hat, viele Menschen zu ermorden. Positiv bezogen wird sich zum Beispiel auch auf den Christchurch-Attentäter, in welchem Jahr war das denn? Weißt du das? Christchurch? Über 51? Ja, es ist noch nicht so lange her. Der hat über 50 Menschen zum Beispiel ermordet. Und der wird halt dann als Vorbild zum Beispiel hergenommen oder als quasi eine positive Identifikationsfigur. Okay. Weiß nicht. Peinlich, okay. Habe ich da alles gesagt? Genau. Die Frage, wie sich Menschen radikalisieren, ist auch keine neue. Wir haben natürlich jetzt durch neuere Technologien, ständig sich verändernde Technologien, Dynamiken, die es ermöglichen, menschenfeindliche oder ideologisch aufgeladene Inhalte sehr schnell zu verbreiten und damit halt auch sehr schnell sehr viele Menschen auch zu beeinflussen. Wir haben das jetzt auch, weiß ich nicht, als aktuelles Beispiel während Covid gesehen, wie schnell dann halt diverseste irgendwie Verschwörungserzählungen die Runde machen. Und sich ausbreiten, dann ja auch angenommen werden. Und natürlich beschleunigt das dann auch wiederum Radikalisierungsprozesse. Gerade bei Insels oder auch irgendwie rechtsextremen Akteuren treffen wir oft auf romantisierte Bilder von einsamen Wölfen, also so Lonely Wolves, die ihre Taten alleine geplant und durchgeführt haben. Und die sind sehr kritisch zu sehen, da auch Offline-Begegnungen oder Umstände und Faktoren, die quasi nicht netzbasiert sind, zu diesen Taten beitragen. Ein Beispiel hierfür ist das sogenannte Cognitive Opening, welches stattfindet in Momenten von persönlichen Krisen, also weiß ich nicht, Scheidung der Eltern, Gewalterfahrungen oder Jobverlust,
welches dazu führen kann, dass man in Zeiten von diesen Krisen eben offener gegenüber von neuen Weltsichten ist. Ein weiterer relevanter Faktor sind auch psychische Krankheiten, unter denen viele dieser Männer leiden, ohne sagen zu wollen, dass psychisch kranke, also Anschläge von psychisch kranken Männern irgendwie darauf reduziert werden sollen. Das passiert ja auch oft irgendwie bei weißen Tätern, irgendwie, wo dann gesagt wird, okay, die Person ist psychisch krank, während bei nicht weißen Tätern gleich der Terrorismusverdacht irgendwie kommt. Das heißt, auch in der Hinsicht muss man hier ein bisschen aufpassen, welche Begriffe halt wie konnotiert sind oder bei wem halt welche Erklärungen reflexhaft herangezogen werden. Das heißt, es ist oftmals nicht so leicht irgendwie festzustellen, wie groß der Stellenwert von Online-Radikalisierung jetzt in den jeweiligen Fällen tatsächlich ist, inwieweit diverse Offline-Erfahrungen oder Erlebnisse hier auch eine Rolle gespielt haben. Das heißt, der alleinige Fokus auf den Begriff der Online-Radikalisierung, wie es eben auch häufig passiert, ist schwierig, wenn gleichzeitig mögliche Offline-Radikalisierungsmomente ausgeblendet werden und nicht berücksichtigt werden. Es gilt also, ein Verständnis zu entwickeln für die ineinandergreifenden Motivationen, welche zu gewalttätigen und extremistischen Verhalten führen. Und hier eben macht es auch Sinn zu schauen, was sind die ideologischen Motivlagen. Also halt, und da findet man dann oft diese Verschränkung von Frauenhass, Antifeminismus, Antisemitismus, Rassismus, Verschwörungs irgendwie Ideen, die hier ineinandergreifen und dann eben auch so in dieser Komplexität irgendwie verstanden werden müssen. Und was natürlich hier auch eine Rolle spielt, warum so Einzeltäterhypothesen vor allem am Beispiel von Incels schwierig sind und kritisch zu sehen sind, ist halt die Tatsache, dass sie sich ja nicht irgendwie, sie haben sich in Räumen aufgehalten, wo sie über Monate oder teilweise Jahre irgendwie von anderen Incels aufgefordert wurden, diese Wut und diese Aggressionen einfach ins reale Leben zu übertragen. Das heißt eben auch in der Hinsicht waren sie ja, kann man argumentieren, nicht notwendig nur Einzeltäter, weil ja auch noch andere quasi im Hintergrund gewirkt haben. Wir haben von Caitlin Reger eine Identifikation eines fünfstufigen Verhaltensmusters, welche den Weg der Indoktrination und auch Radikalisierung von Incels, finde ich, ganz gut beschreibt. Sie sagt, dass in einem ersten Schritt für Indoktrination vulnerable Individuen aktiv nach der Gesellschaft anderer suchen, um mit ihrer Einsamkeit umzugehen. Am anfälligsten hierfür sind junge Männer vom Teenage-Alter bis in die späten 20er, welche sich selbst als Außenseiter bzw. nicht zugehörig wahrnehmen und Schwierigkeiten bei sozialer Interaktion oder psychische Probleme haben oder auch aus schwierigen familiären Hintergründen kommen. In einem zweiten Schritt wird die Traurigkeit dieser Personen dann durch die in diesen Inselräumen vorhandenen Ideologien in Ärger umgewandelt, in Wut umgewandelt und beginnt auch einen offen misogynen Charakter zu entwickeln. Individuelle Verantwortung für die eigene Situation wird zugunsten eines Gefühls der Unterdrückung und des Ausschlusses durch andere abgelegt. In einem dritten Schritt werden diese Ideologien dann durch das breite, toxische, subkulturelle Angebot normalisiert. Und in einem vierten Schritt wird das misogyne Gedankengut durch sogenannte Echokammer-Effekte des Internets verfestigt, wo die intensive Aussetzung frauenfeindlicher und antifeministischer Inhalte sich zu einem fixen Weltbild quasi verhärten. Ich weiß nicht, ob alle mit Echokammer als Begriff was anfangen können. Echo kann man vielleicht kurz gesagt als Räume, wo die immer gleichen Meinungen, Ideologien, Aussagen und so weiter quasi hin und her gespielt werden. Das heißt, da gibt es dann keine Debatten mehr, keine Differenzen mehr, sondern es gibt nur noch irgendwie eine Meinung und die ist richtig und die wird von allen vertreten. Und anders zum Beispiel auf Facebook oder sowas hat man doch immer noch irgendwie vielleicht Kontakte zu Leuten, die auch andere irgendwie politische Einstellungen haben, wo es dann doch zu Reibungen auch kommen kann oder zu Widerspruch, wenn etwas gesagt wird, was eine andere Person falsch findet. Und das fällt quasi in Echokammern komplett weg, was Echokammern dann natürlich auch potenziell gefährlich macht.
In einem fünften und letzten Schritt wird durch die Heroisierung und durch dieses konstruierte Mörderertum vergangener Attentäter eine Endlosschleife geschaffen, welche weitere Gewalttaten beschwört. Das heißt, Gewalt nimmt hier einen zyklischen Charakter an nach Reger und wird quasi ermutigt, dokumentiert, geteilt, gefeiert und dann wiederholt sich quasi diese Schleife. Ich muss kurz nochmal auf die Uhr schauen. Oje, jetzt bin ich nicht mehr gut in der Zeit. Kurz die Frage, was ich vorhin schon irgendwie aufgemacht habe, ob Incels denn nun Terroristen sind und als solche zu bezeichnet werden sollen. Da möchte ich jetzt gar nicht mehr drüber sagen, weil ich es eh nachher noch mal kurz aufgreife. Nur so viel, es gab in Kanada jetzt einen Fall von einem minderjährigen Täter, der sich auch als Incel bezeichnet, der 2020 eben in Toronto einen Anschlag beging, wo er, glaube ich, zwei Frauen ermordet hat. Und dieser Fall wird wahrscheinlich wegweisend sein, vielleicht in der weiteren Auseinandersetzung mit Incels, weil er als erster diesen Vorwurf des Terrorismus quasi unter diesem Terrorismusbegriff angeklagt wurde. Ich habe da jetzt nichts Neues rausfinden können, wie sich dieser Fall gerade entwickelt. Aber ja, genau. Also das wird auf jeden Fall noch spannend sein und vielleicht auch nochmal den Umgang auf quasi nationalstaatlicher Ebene mit Incels, zumindest im globalen Norden, beeinflussen. Natürlich jetzt die Frage, okay, was machen wir jetzt mit dem Ganzen? Was kann man denn jetzt eigentlich tun irgendwie, weil es doch alles irgendwie sehr erschreckend ist? Welche Möglichkeiten haben wir denn irgendwie der Prävention, der Intervention hier einzuwirken und einzugreifen? Wie können weitere Anschläge verhindert werden? Wie kann man erkennen, ob jemand einen solchen Anschlag dann plant? Wie kann man diese Leute identifizieren? Das sind alles gute Fragen, auf die es noch nicht viele Antworten gibt, weil das Thema ja doch auch noch verhältnismäßig jung ist und eben dadurch, dass es alles netzbasiert ist, auch einfach schwierig. Ich möchte ein paar mögliche Strategien vorstellen oder irgendwie Beispiele bringen, was schon getan wird oder versucht wird. Eine Strategie, die öfters angewandt wurde, das habe ich auch schon gesagt, ist das sogenannte Deplatforming. Das heißt, bestehende Plattformen oder Online-Räume, zum Beispiel eben auf Subreddits, auf Reddit, werden geschlossen, gesperrt oder eben gelöscht. Das hat den potenziellen Nachteil, dass häufig einfach neue Plattformen gesucht oder gegründet werden, User einfach zu diesen dann weiter migrieren. Und es ist auch bekannt, dass reaktionäre, extremistische wie auch misogyne Gruppen durch Deplatforming zunehmend in das Dark Web abwandern. Und das ist dann ein Raum quasi, der sich der medialen Beobachtung entzieht, der sich auch der wissenschaftlichen Beobachtung entzieht, wo natürlich ein Eingreifen noch mehr erschwert wird. Das heißt, ein regulierender Zugriff durch Dritte im Endeffekt verunmöglicht wird. Gleichzeitig sendet Deplatforming natürlich auch ein sehr klares Signal und das ist ein Vorteil wiederum für jene Personen, die eben noch nicht indoktriniert sind oder zumindest noch nicht so weit, dass sie sich nicht wieder irgendwie der Sogwirkung von diesen Online-Räumen entziehen könnten und sendet eben ein abschreckendes Signal. Das heißt, eben Deplatforming hat sich auch durchaus als effektiv irgendwie erwiesen, um mit der Inselproblematik umzugehen, aber auch generell mit anderen hasserfüllten Online-Räumen. Andere Möglichkeiten wären zum Beispiel Algorithmen zu verändern, um halt hasserfüllte Inhalte rauszufiltern. Das wird auf TikTok ja zum Beispiel auch irgendwie sehr stark gemacht, aber greift halt irgendwie erfahrungsgemäß wenig, weil halt dann einfach Schreibweisen geändert werden. Und die Leute ja dann auch kreativ genug sind, um quasi das zu umgehen. Ja, aber es ist halt auch eine Möglichkeit, sich dazu zu verhalten. Wenn es um Prävention und Intervention geht, ist natürlich auch immer klar, also so Maßnahmen wie Deplatforming oder auch das Ändern von Algorithmen sind halt auch nur eine Teillösung. Es sind in der Regel ja nicht nur die
bestimmte Ideologien oder so, die Menschen dazu treiben, gegenüber anderen Gewalt anzuwenden. Das heißt, auch Faktoren wie kulturelle, sozioökonomische oder auch andere Umwelteinflüsse müssen für ein umfassendes Verständnis mit bedacht werden, um auf dieser Basis Möglichkeiten auch der Prävention und Intervention zu entwickeln. Finde ich, schönes Beispiel ist, also auch im Sinne von, wie halt Selbsthilfe irgendwie organisiert werden kann, ist auf Reddit, gibt es ein Subreddit, der heißt Incel Exit. Das ist ein moderierter Subreddit mit aktuell, habe ich für Sie frisch nachgeschaut, 10.100 Mitgliedern, Stand vorgestern. Und es ist quasi ein Subreddit, wo Incels anderen Inseln helfen, auszusteigen. Das heißt, irgendwie jene Incels, die quasi da raus wollen, können da hingehen. Das gibt es seit Oktober 2019 und ist auch irgendwie, wann habe ich den Buchbeitrag geschrieben? War das 2020? Ja, das heißt, ich glaube, so in 2 Jahren zum Beispiel hat das 2000 neue Mitglieder circa bekommen. Ist jetzt vielleicht nicht super viel, aber ich finde es auch nicht zu wenig. Und das wäre zum Beispiel auch mal spannend für die Wissenschaft, halt hier genauer nachzuschauen, wer sind die Personen, die aussteigen wollen, was brauchen sie, um aussteigen zu können. Und vielleicht auch zu evaluieren, funktioniert das denn irgendwie so, diese selbstorganisierte Hilfe auszusteigen und so weiter und so fort. Welche Angebote bräuchte es hier irgendwie, um diesen Ausstieg zu unterstützen? Ganz besonders irgendwie zentral finde ich den Punkt im Sinne auch, wenn wir über Prävention nachdenken, dass wir natürlich eine gesamtgesellschaftliche Ebene auch zentral setzen müssen, weil wir eine Gesellschaft haben, wo Frauenfeindlichkeit, Frauenhass und Gewalt gegen Frauen einfach strukturell vorhanden ist. Irgendwie, wenn wir in Österreich uns irgendwie die Femizidraten anschauen, dann sehen wir, dass es ein Problem gibt offensichtlich, dass Gewalt gegen Frauen nach wie vor irgendwie sehr weit verbreitet ist, strukturell also auch irgendwie in diese Gesellschaft eingeschrieben ist. Das heißt, wenn wir über Prävention reden, dann geht es auch darum, dass beispielsweise Politikerinnen sich entsprechend irgendwie positionieren gegen Frauenhass, gegen Gewalt gegen Frauen, dass Medien sensibel über Gewalt gegen Frauen berichten und so weiter und so fort. Das heißt eben Gewalt gegen Frauen und Femizide auch als solche zu benennen und nicht als Beziehungstaten oder Liebesdramen oder sowas zu verharmlosen. Natürlich geht es auch immer, und das sind jetzt auch alles keine neuen Punkte, aber wenn wir über Prävention reden, geht es natürlich auch um den Bildungssektor. Das heißt, gerade für Buben, für junge Männer muss viel mehr irgendwie kritische Männerarbeit passieren. Das heißt aber auch, dass Pädagoginnen entsprechend geschult werden müssen, dass in der Jugendarbeit entsprechend geschult werden muss, dass mehr Online-Räume geschaffen werden müssen für auch gerade irgendwie diese Gruppe der vulnerablen jungen Männer, da halt sich auszutauschen und Hilfe zu bekommen, die sie ja brauchen, um mehr Offline-Räume auch zu schaffen, in denen junge Männer sicher Zeit verbringen können und so weiter und so fort. Vielleicht, soll ich das überspringen? Was vielleicht noch zu dem Punkt, der, wenn wir über Incels als mögliche Terroristen sprechen, geht es hier ja auch sehr viel um Versicherheitlichung. Das heißt, die Anerkennung, dass Incels gefährlich sind, dass hier ein Sicherheitsproblem besteht. Das kann oder muss auch vielleicht ein notwendiger erster Schritt sein. Das heißt, die Anerkennung, dass von Incels durchaus auch eine Gefahr ausgeht. Und der Vorteil darin ist natürlich, dass entsprechende Ressourcen auch irgendwie zur Verfügung gestellt werden oder generierbar sind, auch eben natürlich den politischen Willen herzustellen, gegen weitere mögliche Gewalt vorzugehen. Hier macht es sicher auch Sinn, bei Incels irgendwie zu schauen, was sind Parallelen oder auch Unterschiede zu anderen extremistischen Bewegungen oder Weltbildern. Was können wir da vielleicht auch lernen, irgendwie, wenn es halt um Deradikalisierung geht, um Interventionsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Ich bin halt
also ein großer Minuspunkt irgendwie oder ein großer Kritikpunkt, wenn wir halt Incels unter dieser Brille des Terrorismus anschauen, ist halt, dass sehr schnell es passieren kann, dass halt jeder Incel quasi unter Generalverdacht steht. Das heißt, dass sich hier eine Suspect Community irgendwie herausbildet. Und das wiederum ist weder zielführend noch sinnvoll. Und natürlich auch, wenn es darum geht, dass man diesen jungen Männern vielleicht helfen möchte, wenn man das möchte, wird das natürlich erschwert. Weil irgendwie, wenn mir die Gesellschaft vermittelt, okay, ihr wollt mich nicht und jetzt bin ich für euch auch noch ein Terrorist, wird es vermutlich noch schwieriger werden, halt mit diesen Männern irgendwie die irgendwo abzuholen oder Angebote zu setzen. Genau. Ich würde jetzt angesichts der Zeit ein bisschen was aussparen und direkt zum Fazit springen und versuchen, das Ganze nochmal zusammenzubringen. Incels stehen für eine gekränkte, im Neoliberalismus gescheiterte Männlichkeit, welche meint, sich durch tödliche Gewalt primär gegen Frauen wiederherstellen zu können und sich vom Unbegehrten zum vermeintlichen Alpha-Subjekt zu erheben. Gleichzeitig sollen von Incels ausgeführte Anschläge die Wiederherstellung einer Art von Gerechtigkeit symbolisieren, bis hin zur Fantasie, für eine neue soziale Ordnung zu kämpfen. Auf jeden Fall wird das gewählte Mittel, mit erlebten Kränkungen und Selbsthass umzugehen, als legitim und adäquat bewertet und als Möglichkeit, doch noch Respekt und Anerkennung zu erfahren, zumindest eben in der eigenen Community. Auch ein für mich irgendwie sehr zentraler Punkt eben zu verstehen, dass die Incel-Subkultur personelle wie auch ideologische Gemeinsamkeiten und Parallelen auch mit Rechtsextremen vor allem aufweisen. Das heißt, wir haben hier auch in den Foren immer wieder auch rechtsextremes Gedankengut oder Incels, die in ihren Profilbildern Hakenkreuze haben oder sonst wie Hitler toll finden, die Shoah relativieren und so weiter und so fort. Das heißt, irgendwie diese Überschneidungen gibt es auch schon in Inselbereichen und eben zugleich irgendwie Rechtsextreme, die hier sich in diesen Räumen auch aufhalten, sich nicht notwendig vielleicht als Incels identifizieren, aber durchaus auch hier beeinflusst werden. Das heißt, hier gilt es auch genauer, irgendwie diese Überschneidungen, diese Parallelen herauszuarbeiten, nicht nur eben beziehungsweise als Voraussetzung für Prävention und Intervention muss man natürlich auch erst das Phänomen begreifen können und das Phänomen eben in seiner sehr komplexen Form begreifen können. Und dann vermutlich auch nochmal natürlich, irgendwie das ist ein Phänomen und das sind Diskurse und Begriffe, die halt sehr stark aus dem US-amerikanischen Raum kommen und halt dann auch irgendwie durch den geprägt sind. Das heißt, auch wenn wir über Prävention und Intervention oder Policies nachdenken, muss man natürlich auch nochmal differenzieren, dass natürlich der europäische Kontinent irgendwie eine andere Entwicklung hat und damit auch eine andere gesellschaftliche Verfasstheit als der US-amerikanische Raum. Das sollte eben auch berücksichtigt werden. Und der vielleicht für mich wichtigste Punkt ist, dass Incels sind kein außerhalb der Gesellschaft stehendes Problem. Die haben sich nicht in einem Vakuum gebildet. Eben wie bereits gesagt, Misogynie, also Frauenhass, ist ein strukturelles und gesamtgesellschaftliches Problem. Das äußert sich bei Incels eben in extremerer, in tödlicherer Form. Aber dieser Frauenhass ist eben aus quasi der Mitte der Gesellschaft ja auch erst entsprungen, kommt aus einer bürgerlichen Mitte der Gesellschaft, ist strukturell in dieser verwurzelt. Das heißt, wir müssen Misogynie und Gewalt gegen Frauen bis hin zu Femiziden auch als ein gesamtgesellschaftliches Problem begreifen und auch adressieren, anstatt, wie das am Beispiel der Incels auch oft passiert, als etwas quasi Abgespaltenes, als ein Problem der anderen oder als ein Problem, das eben einer spezifischen Gruppe zugeordnet werden kann. Wir brauchen also mehr Forschung auch, um das potenzielle Bedrohungsausmaß von Incels adäquater erfassen zu können. Wir brauchen mehr Forschung, Wege der Indoktrinierung auch und der Radikalisierung zu verstehen, sowie eben deren tödliche Umsetzung auch vorhersagen zu können und zu verhindern. Und wir brauchen auch mehr Forschung dazu, wie eben vulnerable junge Männer unterstützt werden können, damit sie gar nicht erst eben in diese Räume kommen oder ein Bedürfnis haben, diese Räume aufzusuchen.
Und was auch untergeht, und das habe ich jetzt in meinem Vortrag ja auch nicht wirklich berücksichtigt, ist natürlich auch ein stärkerer Fokus halt auf die Opfer von Incels und dass die halt auch nicht aus dem Blick geraten. Damit wäre ich am Ende. Ich kann Ihnen die Folien eben zur Verfügung stellen. Sie haben hier nochmal ziemlich viel Literatur, die ich einerseits hier quasi, auf die ich mich hier bezogen habe, und andererseits zum Weiterlesen ich empfehlen kann. Und hier ein Katzenfoto. Und damit wäre ich mal fertig.